Hallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute geht's ja nochmal um die Fungus Among Us Serie Nummer 1. Ihr seht hier meine ganzen Figuren, die ich bisher ausgepackt habe. Mir fehlen noch ein paar. Genau genommen fehlen mir eigentlich noch 8 Fungus. Dann hätte ich wenigstens die Serie einmal komplett. Natürlich fehlt mir auch noch ein großer Super Bacillus, damit ich alle 3 zusammen habe. Ich glaube, es ist der gelbe. Und ja, es gibt sie natürlich in allen möglichen Variationen. Es gibt zig Sonderfiguren und so weiter und so fort. So wichtig ist mir das aber gar nicht. Aber ich hätte die Serie gern wenigstens einmal komplett, jeden Charakter einmal. Ob ich den hier jetzt in Glow in the Dark habe oder mit den Schimmelsporen, das ist mir relativ egal. Aber es sind mega coole, mega schleimige, mega, ja, fertige Charaktere. Pilze, Schimmelbakterien und was weiß denn ich? Darum bin ich auch total begeistert von diesen Fungus. Ja, mittlerweile gibt es schon die 3. Serie. Von der 2. Serie habe ich auch noch ein paar Packs da. Die werde ich natürlich auch noch auspacken. Klar. Und ich mache natürlich auch ein Video von. Ja, ich finde schade, dass man dieses Glow in the Dark so schlecht hier einfangen kann. Ich halte jetzt einfach mal die UV-Lampe drauf, dann seht ihr ja, oder ihr seht es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die oder kriegen die in einem UV-Licht ein ganz, ganz, ganz tolles, ja fast überirdisches, unheimliches Leuchten. Das kommt hier auf der Kamera überhaupt nicht so raus, ne? Und das Leuchten, dieses Glühen der Glow-in-the-Dark-Figuren kommt hier natürlich noch ein bisschen stärker raus. Wenn ich die Lampe aber wegnehme, dann hält der Effekt nur ganz kurz bis überhaupt nicht auf der Kamera hier an. Das ist sehr, sehr schade. Denn ich habe hier mindestens 15 Glow-in-the-Dark dazwischen oder sowas um den Dreh rum. Und das sieht so gesehen im Dunkeln halt wirklich klasse aus. Dann natürlich auch noch die nicht leuchtenden Augen. Das gibt dem Ganzen schon ziemlich gespenstisches Aussehen. Umso besser. Und ja, heute werde ich mal die restlichen Packs, die ich noch habe, auspacken. Definitiv. Also zumindest hier von der Serie 1. Ich habe noch, wie viel sind es? 3 Laborbeutel. Jupp, 3 Laborbeutel und einen Sammelcontainer. So, und das schauen wir uns heute in diesem Video an. Und ich wünsche euch und mir viel Spaß beim Auspacken. Yay! Ganz klarer Vorteil von diesen Chaos-Laborbeuteln gegenüber den Petrischalen, logisch. Ihr seht, was ihr kriegt. Außer dem einen verdeckten geheimen Fungi, der sich immer unten rechts in der Ecke versteckt. Aber ihr seht doch wenigstens mal die hauptsächlichen 4 Fungis, die ihr kriegt. Und so kann ich hier bereits sehen, dass ich mindestens 6 neue Fungus zu meinen noch 8 fehlenden dazu kriege. Wenn ich Glück habe, finde ich noch entsprechend fehlende unten rechts in der Ecke. Wenn nicht, dann halt nicht, auch egal. Wenn Doppelte dabei sind, alles halb so wild, denn je mehr, umso klippriger. Alle, die die Figuren hier haben, wissen, was ich meine. Das ist schon Hammer, wenn man 2 Hände voll mit diesen Glibbergummi-Fungus hat und die einfach mal so gegen eine Glasscheibe oder gegen eine Tür schmeißen kann und die dann so ganz langsam dran runterkrabbeln. Also schon wirklich ein hammergeiles Material. Gut, dann würde ich sagen, fange ich doch gerade mal mit dem linken Beutel an. Und wenn ich richtig gut bin, dann fallen mir auch noch die ganzen Namen dazu ein. Ja, zu den Beuteln selber brauche ich nichts mehr sagen, ne? Habe ich ja in den ganzen Videos schon vorgestellt, die ganzen Fungi-Typen, die es gibt. Aber ich bin, wie schon gesagt, extrem gespannt, wenn ich hier noch Geheimes drin habe. So, dann versuche ich jetzt mal hier aufzureißen. Jawohl, habe ich. Haha, was für eine aufwendige Verpackung, ne? Hammer. So, also, was haben wir denn hier alles drin? Natürlich das Leaflet mit den ganzen Fungus. Okay, also ganz, ganz langsam. Hier oben rechts haben wir Madhead. Dann haben wir hier Nocturnal, Rumbleskirt, Kurt Burglar und Ducky. Oder? Ducky? Ja, ist Ducky. Alles klar. Also die geheimnisvolle Figur hier. Ducky mit extra Schimmel. Ist so mega. Habe ich noch nicht. Nicht mit diesen Augen. Nicht in dieser Farbe. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Also, fange ich mal hier an.
Ich halte die Figuren einfach noch mal kurz hier vor die Kamera. Mehr brauche ich eigentlich zum Modell nicht zu sagen. Habe die Figuren ja schon zigmal vorgestellt und wahrscheinlich werdet ihr die auch schon alle selber haben. Was meint ihr, ist das eine Zunge oder hat der was im Maul? Weil das so viereckig ist, ne? Ich glaube ja, es ist seine Zunge. Mr. Meathead. Habe ich Meathead gesagt? Ich meine natürlich Meathead, Fleischkopf. Mr. Fleischkopf. Das ist so geil, echt. Gehört zu den Digitals. Ja, keine Ahnung, soll das eine Diskette oder ein USB-Stick sein oder eine Speicherkarte, was er da im Maul hat? Ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Auf jeden Fall cool. Blau, gelbe Augen, blaue Pupillen. Super, freue mich. Als nächstes haben wir hier Nocturnal. Die Figur lieb ich über alles, hammermäßig. Erinnert mich total an Vampir. Ja, kurz bevor hier losfliegt, dieses Mal mit roten Augen, schwarzen Pupillen und ja, lila Zähnen, wie auch immer. Hammermäßig coole Skulptur. Bin immer wieder begeistert, egal in welcher Farbe ich das Teil hier raushole. Als nächstes haben wir hier Kurt Buckler. Gehört zu den Foodies. Ist das ein verschimmeltes Weißbrot oder so irgendwie was? Auch hammermäßig cool gestaltet hier die Augen und dann diese ganzen Auswüchse hier. Ich bin begeistert. Mega, mega Hammer. Kommt in der Farbe hier richtig gut. Cool. So, dann der lebendig gewordene Scheißhaufen. Was? Wer hat es gesagt? Rumbleskirt von den Uzis. Ich liebe dieses Teil. Blaue Augen, gelbe Augenränder, ein Kackhaufen per excellence. Mein Gott, so etwas muss man ganz einfach lieben, oder? Wenn Schlammmonster, dann das hier, bitteschön. So cool. Ja, und dann noch die Sonderfigur. Und hier haben wir Dougie von den Friendlies. Hier in rosa mit lila Augen, schwarzen Pupillen und einer lila Zunge. Guckt euch das an. Sehr schön, habe ich definitiv noch nicht. Also die Fun Guys aus dem ersten Pack. Hier, ich hoffe, ich kriege die alle auf meine Hand drauf. Coole Farben und noch coolere Charaktere. Schaut euch die an. Sind die Hammer oder sind die Hammer? Ich liebe das Zeug. Mega. Also lasst uns gleich mit dem zweiten Beutel hier weitermachen. Aber als allererstes stelle ich die hier noch mit dazu. So, schön verteilen. Das ist so Hammer. So, der Teller wird immer voller. Hoffentlich kriege ich die noch alle drauf hier. Schauen wir uns ganz zum Schluss nochmal an. So, der nächste Beutel. Auch hier bin ich sehr gespannt, was wir hier als geheimen Funboy drin haben. Gleich mal aufreißen. Was haben wir hier drin? Auf jeden Fall ein paar Charakter, die ich noch nicht habe. Jubel, jubel, freu, freu. Ihmchen hier habe ich. Und zwar haben wir hier Bump Swellings. Oder? Täusche ich mich da? Mit der traumhaft schönen Kotzlache. Oh mein Gott. Schaut euch dieses Teil hier an. Ist das krass oder ist das krass? Den möchte ich in 1000 Jahren nicht im Dunkel begegnen, oder? Hammer. Den habe ich schon, aber glaube ich in einer anderen Farbe. So. Yay, als nächstes eine Figur, die ich definitiv noch nicht habe, nämlich Tommy Squeaker. So sieht's aus. Was zur Hölle ist das? Schaut euch das an. Hat hier einen Schwanz hinten raus. Ausgebreitete Arme, lila Mund, tote Augen. Sieht aus wie ein, ja, wie ein schimmeliger Blumenkohl auf Urlaub. Keine Ahnung. Sehr geil, freue ich mich. Hab ich denn auch endlich. Als nächstes habe ich hier von den Buddies, wartet mal, das hier ist Walter. Walter Ward, ganz genau, so sieht er aus. Hat er nicht eine tolle Frisur hier oben? Gelbe Augen, schwarze Pupillen, überall Warzen ohne Ende. Sieht aus wie so ein Sticky, ne? Wo er überall hier, wupp, zack, hinkleben könnt. Das Geile ist ja, ne, die halten ja wirklich überall, die Viecher. Das ist so geil. Und ich freue mich, dass ich den endlich habe, Mensch. Hier in Fliederfarben, grau obendrauf. Könnte eigentlich auch das letzte Schwanzstück vom Gronkel sein, oder? Mal ganz ehrlich. Walter war, dass ich das noch erlebe. Sehr schön. Okay, dann habe ich hier Ihmchen. Und
Boah, keine Ahnung, wie der heißt. Keine Ahnung. Ich wollte es mir auch noch merken, ne? Blaue Augen, total verfranst, sieht eigentlich ein bisschen aus wie eine Koralle, eine Killer-Koralle an Land. Guckt euch die Nase an. Ich krieg mich echt nicht mehr ein. Biff! Biff heißt er! Ohne Garantie, aber ich meine, der heißt Biff. Genau. Biff muss mit, so wollte ich es mir eigentlich merken. Klasse, hat hellblaue Augen und ein bisschen dunkelblauere Pupillen. Was für ein krasses Teil mit diesen Tentakeln hier, diesen Korallenknollen auf der Birne und die Nase, Leute. Die Nase, ne? Schnupfen in Reinkultur. Cool, freue ich mich, dass ich den habe. Und dann als Special gibt's hier nochmal Rumble Skirt in Gelb mit Schimmelflecken. Auch einen gelben Augenrand, blaue Augen, schwarze Pupille. Sieht auch cool aus. Aber am besten gefällt mir die Figur definitiv in Braun. Definitiv, überhaupt keine Frage. Aber an für sich super Modell. Ich sag ja, wirklich eine meiner absoluten Lieblingscharaktere von Fungus Among Us der ersten Serie. So, auch die setze ich natürlich alle hier auf mein Tellerchen drauf. So wie sie kommen, ganz egal. Okay, hier haben wir dunkelgrün, mache ich auch noch gleich hier nach vorne. Walter kommt hier hinten hin. So, und dann unser Biff, weiße Figur, setze ich hier noch drauf. Ja, wird ganz schön voll, mein Tellerchen, oder? Sieht das nicht klasse aus? Dieser ganze schimmelige Haufen, ich find's nur genial. Das ist echt ein Eyecatcher, Leute. Das ist echt ein Eyecatcher. Cool. So, dann komme ich hier auch schon zum letzten Laborbeutel. Hier, die drei habe ich auch noch nicht. So, und während ich das auspacke, überlege ich mir mal, wie die heißen. Das kostet ganz schön Kraft, die Dinger hier aufzureißen. Das kann ich euch sagen. So, als Geheimen haben wir hier Bump Swellings in Orange. Super. Okay, also hier. Kamera ein bisschen nach unten. Moment. Das hier sieht aus wie Wassertropfen. Die spritzen. So, und drum heißt der Drip Drop. Liege ich richtig? Drip Drop? Ich meine, das wäre Drip Drop. Blau. Sage, ich denke immer an Wasser, was zack, wegspritzt. Echt cool. Klasse Figur. Sehr schön. Habe ich noch nicht? Jetzt habe ich ihn. Als nächstes. Ja, den Namen kann man sich merken, nämlich Fungi Face. Ja, Pilzgesicht. Deutlicher geht's ja wohl irgendwie gar nicht. Total grimmig. Guckt euch das Gesicht hier an. So, der Hammer. Hier wächst gleich noch ein Pilz rüber. Gott, ist das krass, oder? Guckt euch das an. Das Schwänzchen, die Füße hier. Ja, er läuft auf zwei Pilzen hier auch noch. Das Ding hier ist Pilz in Reinkultur. Hammermäßig. So geil. Freue mich so, dass ich den habe. Fungi Face. So, jetzt wird's Science-Fiction-mäßig, denn wir haben hier ein Klingen. Ein Klingone, so sieht's aus. Mit einer Knaschtür als Maul oder was auch immer das ist. Oder ist ein Sicherungskasten. Gehört auf jeden Fall zu den Digitals. Und hier irgendwie so die Schimmelwürmer aus der Birne mit seinen vier Tentakeln hier. Cooles Teil, wirklich cooles Teil. Habe ich den überhaupt schon in Grau? Ich glaube, das ist eine Glow in the Dark, oder? Wartet mal. Nö, muss ich nachher nochmal mit der UV-Lampe hier prüfen. Auf jeden Fall glänzt er ein bisschen metallisch. Schöne Figur, cool. So, dann, ja, auch diesen Namen kann man sich merken, wenn man das Gesicht hier anguckt. Ugh, so sieht's aus. Ein mutiertes Scheißvieh eher, oder? Ist das geil oder ist das geil? Sieht irgendwie aus wie eine mutierte Horrorblüte oder ein Blütenblatt oder so, irgendwie was hier in Grün. Mega cool, das Teil. Gefällt mir hammermäßig gut. Alter Verwalter. Ganz klasse Details. Lila Augen, lila Zunge. Der Rest ist so neongrün. Super. Also, habe ich auch noch nicht gehabt. So, und als letzte Figur hier aus den Laborbeuteln habe ich nochmal Bump Swellings. Dieses Mal in Orange. Schöne grüne Kurzlache. Rote Augen, schwarze Pupillen. Und von unten sieht er auch klasse aus. Ne? Habe ich bei der grünen Figur, glaube ich, gar nicht gezeigt. Hier voll das Genudel mit Schimmelflecken drin. Und Aknerücken vom Feinsten, ne? Leute, ist das krass. So, die letzten habe ich gar nicht auf meine Hand gesetzt. Aber egal, ihr seht es ja dann nochmal auf dem Teller. So, versucht die nochmal einigermaßen nebeneinander zu stellen. So, Digital kommt hierher. Und
Mr. Fungi Face. Ich glaube nicht, dass der steht. Ich halte den einfach noch mal kurz daneben. Ja, die 5 Stück aus dem letzten Laborbeutel, was ich hier habe, die stelle ich auch noch mit auf den Teller. Lecker, lecker, lecker. Also nicht hauen jedes Mal die Farben weg. So, hier noch was Orangenes hin. Fungi Face kann ich auch hier hinstellen. Ihmchen machen wir zwischen die Grünen rein. So, und dann Ack setze ich hier noch auf den Rand. Jawohl, Bosch, das ist ein Riesenteil. Und Klingon in Grau. So, hier, alles klar. So, Tellerchen ist wirklich voll bis zum Rand. Ihr seht's ja. Mega, mega cool. Ich werde ihn gleich nochmal drehen lassen. Jetzt kreuze ich nochmal kurz hier auf meinem Leaflet ab, was ich noch alles dazu bekommen habe und was mir alles noch fehlt. Na dann. Ja, alles klar. Das nochmal auf die Seite. Gut, also hier nochmal die Liste. Fangen wir mal an mit den Usis. Usis habe ich tatsächlich, nee, nicht komplett. Mir fehlt hier noch Chunderbug. Chunderbug von den Usis fehlt mir noch. Ansonsten habe ich alle. Dann Digital habe ich auch komplett. Jo, habe ich alle. Tropical habe ich alle bis auf Ringo. Ringo fehlt mir noch. Oh mein Gott, was fehlt mir noch alles? Von Wild habe ich, ja, habe ich alle. Sehr schön. Von Buddy habe ich auch alle. Cool. Dann hier haben wir natürlich noch Foodie. Die Foodies habe ich alle. Ja. Dank Drip Drop und hier Friendly. Ja, kam Biff hinzu. Habe ich alle. Also 2 Fun Guys fehlen mir noch. Einmal Chunderbug hier unten und einmal Ringo. So, dann muss ich mal gucken, dass ich die noch irgendwie kriege zur Serie 1. Und das reicht mir dann auch. Wenn ich die 2 Charaktere noch habe, bin ich glücklich. Yay. Dann fehlt mir natürlich noch eine Figur. Nämlich der gelbe Super Bacillus. Hier habe ich noch den grünen, den packe ich auch noch kurz aus. Oh, geht es schwer. Eieiei, so, jetzt habe ich's. Den hat mir seinerzeit noch Vivid persönlich geschickt. Fand ich wahnsinnig nett. Nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. War eine echt coole Aktion. Den habe ich mal auch Spaß mein allererstes Video geschickt und zack hatten die mir ein ganzes Paket geschickt, ne, mit allem möglichen drin und der hier ist auch noch draus. Also kommt er jetzt hier noch zu seinen Ehren. Das wisst ihr ja, ne, Sammelcontainer, wo ihr die ganzen Petrischalen reinmachen könnt. Gut, dann öffne ich den auch gleich und pack das mal. Ja, vorsichtig auspacken brauche ich es eigentlich gar nicht, denn ich habe das vom ersten. Ich mache es auch vorsichtig. Ich mach so Sachen nicht gern kaputt, ne? Wisst ihr ja. Also 3, 2, 1. Ritzoing! Und hier habe ich das gute Stück. Alles klar, unseren grünen Super Bacillus. Sehr cool, wirklich sehr, sehr cool. Das Ding sieht sowas von dermaßen hammermäßig aus. Da lohnt sich doch nochmal ein genauerer Blick drauf. Sehr schön. Also wirklich ätzend, ja, leuchtendes Neongrün mit krassen gelben Tupfen. Wunderbar schimmelig, auch die Zähne. Hammer ist ja, dass da oben hier auch noch ein Zahn rauskommt, ne? Also wir haben hier richtig grell gelbe Zähne, dann eher ein bisschen so cremefarbene Zähne, cremige Augen mit schwarzen Pupillen. Sehr schön. So, den kann ich gleich noch mit dem Orangenen vergleichen. So, zack, die beiden nochmal nebeneinander. Was ich halt ein bisschen schade finde, sage ich gleich, mir fehlt ja noch der Gelbe und der Gelbe sieht genau gleich aus. Ich finde schade, dass die eben, ja, genau das gleiche Modell genommen haben und nicht irgendwie noch ein bisschen alternativ was gestaltet wurde. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also das hätte mir besser gefallen, wenn es 3 unterschiedliche Super Bacillusse gegeben hätte. Mittlerweile sind es ja 6 und die anderen 3 von der neuen Serie sehen ja nochmal genauso aus, bloß halt eben alternativ bemalt. Das gefällt mir nicht so recht, bin ich ehrlich, muss ich ehrlich sein, obwohl ich die Details hier drauf liebe. Ne? Ihr seht's ja, die Haut, die Löcher hier, ja, auch der Sapper auf dem Kopf drauf, wo er denkt, hier läuft das Hirn aus. Das ist klasse gemacht, überhaupt kein Thema, aber unterschiedliche Charaktere wären mir 1000-mal lieber gewesen. Das finde ich doch echt ein bisschen schade. Ne? Auch die Zunge hätte man eigentlich noch so gesehen ein bisschen bemalen können.
in Pink oder was weiß ich, auch irgendwie eine andere ätzende Neonfarbe. Hätte mir um einiges besser gefallen. Auf jeden Fall könnt ihr halt mit den Figuren die anderen Fun Guys fressen. Ja, genügend Platz drin. Hopp, 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 hopp. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, zu den Sammelcontainern an sich, denke ich mal, brauche ich nichts mehr sagen. Habe ich ja auch schon in einem extra Video vorgestellt. Hier könnt ihr die Petrischalen reinstellen, wenn ihr welche habt. Und ihr könnt hier natürlich auch die ganzen Fun Guys reinschmeißen und könnt dann das hier draufschieben. Und dann könnt ihr sie hier unten ein bisschen quetschen. Wobei ich das eigentlich auch relativ, ja, witzlos finde. Aber naja, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Von dem her auf jeden Fall eine klasse Geschichte. Mir gefällt dieser toxische Behälter hammermäßig gut. Die aus der Serie 2 sehen ja schon wieder ein bisschen anders aus. Okay, dann würde ich sagen, komme ich hier mal langsam zum Ende. Ja, wie kriege ich jetzt den anderen Super Bacillus hier auch noch mit drauf? Dass es einigermaßen nach was aussieht, keine Ahnung. Wie sieht's denn aus, wenn ein Super Bacillus den anderen frisst? Hält es? Nee, nicht wirklich. Wisst ihr was, ist ja eigentlich egal. Denn für was kann ich den zaubern, ne? 3, 2, 1 und... Zack, Problem gelöst. Alle auf dem Teller. So, die beiden Zupis in der Mitte und die anderen Fun Guys drumrum. So, und wenn ihr mich jetzt fragt, wie viele das im Einzelnen sind, ich kann es euch nicht sagen, ich habe sie nicht gezählt. Vielleicht könnt ihr sie ja zählen, während ich hier meinen Drehteller ein bisschen laufen lasse. Ja, also wie schon gesagt, allzu viele sind es nicht. Ich habe da schon Sammlungen gesehen, wo da legst du das Auge weg, ne? Da legst du das Auge am besten gleich zwischen die Fun Guys. Ja, weil das sind unfassbar viel. Und da ist meine Sammlung doch eher ein bisschen bescheiden. Wie schon gesagt, zwei Figuren fehlen ja auch noch, ne? Und wenn ich die noch dazu bekomme, dann reicht mir das doppelt und dreifach. Jetzt fange ich mal hier mit der zweiten Serie an. Mal gucken, dass ich auch die irgendwie voll kriege. Ich glaube, es sind ja wieder 100 Stück. Die dritte Serie sind auch wieder 100 Stück. Plus natürlich vielen Extras, Specials und so weiter und so fort. Natürlich in allen möglichen Arten von Verpackungen, von Sets, zusätzlichen Gimmicks und so weiter. Also mit den Fun Guys wird einem das Sammeln nicht wirklich langweilig. Und ja, auf jeden Fall schöne Serie. Wer sowas mag, ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber die kann man locker neben eine der vielen, vielen anderen Serien stellen, die es in dieser Größe, die es in dieser Machart hier gibt. Fun Guys sind eine komplette Nummer für sich. Und darum gefallen sie mir auch doppelt und dreifach so gut. So, und jetzt schwinge ich hier nochmal meine UV-Lampe ein paar Mal drüber. Ich finde, es sieht echt klasse aus. Ich sag ja, ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber auf diesem Video. Und das ist schon echt ein Eyecatcher. Alles klar, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich sage jetzt schon mal ciao, tschüsschen. Euer Fungi, Rupi, Rupi meine ich, Rupi, tschüss, euer Rupi. Yay.